Hallo Kackbratzen. Bei From Software denken die meisten nur an die Souls-Reihe, Bloodborne, Elden Ring und wenn's hochkommt noch an die Armored Core-Reihe. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, denn die geschmeidige Entwicklerbutze, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihren Fans die schönsten psychischen Schmerzen zuzufügen, haben in der Vergangenheit diverse andere Spiele in diversen Genres entwickelt, die leider nicht so die große Aufmerksamkeit erhalten haben. Darunter auch Horrorspiele wie Q-On, der kuschelige Plattformer Kuri Kuri Mix oder auch Actiontitel wie ein Otogi. From Software sollte man nicht in eine Schublade stecken, denn damit würde man ihnen nicht gerecht werden. So, und somit kommen wir langsam zum Spiel von heute. Mit dem 1997 veröffentlichten Armored Core machte also From Software ihren ersten Ausflug in das Mech-Action-Genre und auch wenn der erste Teil noch sehr roh war, was aber auch der PS1 geschuldet ist, war das ein sehr, sehr gutes Spiel. Jetzt nehmen wir also die Essenz eines Armored Core und würzen das Ganze mit einem aberwitzigen Fiebertraum auf und heraus kommt dann Metal Wolf Chaos. This kind of party is a first for me. Mr. President? Auch wenn es jetzt entfernt nach dem missratenen Stiefbruder eines Metal Gear klingt, können die beiden Spiele nicht unterschiedlicher sein. Es gab da nur ein Problem. Das Spiel kam 2004 nur für die Xbox und dann auch nur in Japan auf den Markt. Vielleicht liegt es an der Story, aber dazu kommen wir noch. Es vergingen ganze 15 Jahre, bis dann das Spiel in grafisch sehr stark verbesserter Form im Westen für Xbox One und PS4 in den Handel kam. Bis das Spiel allerdings bei uns erhältlich war, war die ursprüngliche Fassung von Metal Wolf Chaos Stoff für viele Legenden, da man zum Spielen auch eine japanische Xbox benötigte und das Spiel eben auch nur in japanischer Sprache in den Handel kam. Klammern wir mal an dieser Stelle aus, dass man rein theoretisch eine Xbox auch modifizieren kann und dass es auch eine Fan-Übersetzung gibt, die man sich wie gesagt rein theoretisch auch auf seiner modifizierten Xbox installieren kann. Also rein hypothetisch, da ich hier ja niemanden zu einer Straftat in einer sehr dunklen Grauzone ermutigen möchte. Einfacher geht es natürlich, wenn man sich heute eben die Neufassung für seine PS4, Xbox One oder auch Windows holt. Man spart sich auch somit mehr Zeit und kann diesen Fiebertraum mit einer weit besseren Grafik erleben. Und natürlich spart man sich auch etwas Geld, denn die PSN-Fassung kostet einen Zwanni, während man bei eBay für das Original schon weit über 100 Schleifen hinblättern muss. Aber was macht das Spiel nun eigentlich so besonders? Metal Wolf Chaos ist wie gesagt ein absolut verrückte Achterbahnfahrt der Gefühle und möglicherweise auch ein sehr, sehr feuchter Traum des Ex-Präsidenten Trump. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle des US-Präsidenten Michael Wilson, ein entfernter Verwandter von Woodrow Wilson, der von 1913 bis 1921 ebenfalls das Amt des US-Präsidenten übernahm. This is an announcement from the Government Policy Promotion Department, your American Justice and Freedom Supporter. Das erste Viertel des 21. Jahrhunderts geht dem Ende zu und die Vereinigten Staaten sind in einen Zustand ziviler und wirtschaftlicher Unruhen versunken. Das Militär startet einen Staatsstreich unter der Führung von Vizepräsident Richard Hawk, der mit Waffengewalt erfolgreich die Kontrolle über die Regierungsinstitutionen des Landes an sich reißen kann. Und dem müssen wir natürlich Einhalt gebieten. Aber anstatt das Militär für sich kämpfen zu lassen, schlüpft unser Präsident selbst in einem Mech-Anzug und stürzt sich voller Mut heldenhaft selbst in den Kampf. Lasst also das besser nicht Herrn Trump hören. I'm the President of the United States. I'm not the President of other countries. Das Ziel ist es nun, die Vereinigten Staaten von West nach Ost wieder zurückzuerobern. Natürlich mit einer Menge Piu-Piu-Piu und einer absurd geschriebenen Story, bei der kein Auge trocken bleibt. And the reason is, I'm the President of the United States. Der Kampf wird final im Weltraum ausgetragen, denn der Verräter Hawk plant die USA mit einem nuklearen Anschlag komplett den Rest zu geben. Richard, it was your methods that were flawed. Our love for America won't change. Die komplett schwachsinnige Story wird von einer perfekt kitschigen Synchro getragen, die diesen Fiebertraum zu einem perfekten Scharmützel werden lässt, das so unfassbar dumm, aber auf der anderen Seite so unfassbar kultig ist, dass es eine Schande ist, wenn man dieses Spiel nicht mindestens einmal in seinem Leben gezockt hat. Go ahead and cock your weapons. If I direct these missiles behind me. Bei dieser Grundvoraussetzung ist es absolut rätselhaft, warum das Spiel schon damals nicht im Westen auf den Markt kam. Schließlich ging hier die Xbox-Fanbase schon in die Millionen, im Gegensatz zu den mickrigen paar tausend verkauften Konsolen in Japan. Aber vielleicht waren die Anschläge von 9/11 noch zu nahe, als dass man auch in den Vereinigten Staaten ein Spiel wie Metal Wolf Chaos überhaupt verkraften hätte können. Thank you, Metal Wolf! And thank you, Michael Wilson! Whatever!
Das Gameplay ist wie auch schon die Story eine komplett inkonsistente und sehr wilde Achterbahnfahrt. Es scheint auch, dass das Spiel nicht so recht weiß, was es eigentlich vom Spieler möchte. Mal betritt man ein Level und schneidet sich durch die Feinde wie Butter und ein anderes Mal wird man binnen Sekunden zu Brei geschlagen, ohne dass man überhaupt kapiert, was vor sich geht. Mal kann man ohne Zeitlimit das Ende eines Level erreichen und dann gibt es wieder solche Level, die man unter einem extremen Zeitlimit und absoluter Todesangst abschließen muss. Die Kirsche auf der Torte ist wohl das Endgame. Es ist nicht nur unfassbar schwer, sondern es gibt zwischendrin nicht mal die Möglichkeit, das Spiel nach einem Bildschirmtod dort fortzusetzen, wo man das Zeitliche gesegnet hat. Stattdessen muss man den ganzen Scheiß jedes Mal von vorne starten und jedes Mal steigt die Frust, da man auch überhaupt keinen blassen Dunst hat, wie man seine mächtigen Gegner überhaupt erledigen kann. Von daher ist es überhaupt keine Schande, wenn man sich im Internet auf die Suche nach einer Komplettlösung begibt oder sich irgendwelche Videos anschaut. In irgendeiner Form wusste man ja bereits, dass die Leute von From Software unfassbare Sadisten sein können. Damals war das großartige Dark Souls aber noch weit entfernt, aber mal davon abgesehen spielt sich ein Souls-Spiel ja auch komplett anders und man erhält ja auch mit sehr viel Willenskraft, Grinden und einer fast unendlich großen Portion Glück auch seinen verdienten Erfolg und einen schönen Adrenalinkick. Metal Wolf Chaos ist komplett anders aufgebaut und so ist das Gameplay sehr oft einfach nur zermürbend, weshalb wohl viele das Ende nie erreicht haben. Was das ganze Chaos auch nicht gerade einfacher macht, ist die Steuerung des Mechs. Es fühlt sich alles etwas träge an, was auch das Ausweichen eher zu einer Qual macht. Unser Mech kann zwar auch in der Luft schweben, aber auch das ist nicht immer ganz so toll, wie man meinen könnte. Mal davon abgesehen, dass man meist mehr gegen die Kamera kämpft als gegen seine Feinde. Zum Glück funktioniert das Zielsystem ganz gut. Jede Waffe hat einen Zielradius, der als Kästchen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Solange sich ein Feind innerhalb dieses Kästchens befindet, sollte man ihn auch treffen können. Je nach Waffe verändert sich allerdings das Kästchen, weshalb man somit gezwungen ist, jedes Mal eine andere Strategie zu entwickeln, je nachdem, gegen welchen Feind man welche Waffe einsetzen möchte. Raketen und Panzerfäuste haben beispielsweise ein sehr kleines Quadrat, während ein Maschinengewehr gleich einen größeren Bereich abdeckt, was die Chance, einen Treffer zu erzielen, deutlich erhöht. Leider sind die meisten Feinde einfallslose Kugelschwämme, die alles andere als eine Herausforderung darstellen, wenn sie nicht gerade in riesigen Schwärmen auftreten. Bosskämpfe erfordern hingegen sehr, sehr viel Geduld und leider auch viel Frust. Und leider helfen die Missionsbeschreibungen auch nicht weiter, um den Frust gering zu halten. Man erhält nicht wirklich viel Informationen und so stürzt man sich oft blind in den Kampf, ohne zu wissen, welche Ziele es genau gibt und wie man sie am besten ausschaltet. Good luck and Godspeed, Mr. President. In Kombination mit einem nicht vorhandenen Kontrollpunktsystem steigt die Wut und Frust beinahe schon ins Unendliche. Da verbringt man eine Ewigkeit, das Level abzugrasen und wird dann am Ende vom Boss zu Staub geblasen und so bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Tortur nochmals ganz von Anfang an zu überstehen. Zum Glück sind aber viele Missionen komplett unkompliziert gestaltet worden, vor allem diejenigen, in denen man einfach nur irgendwelche Ziele in die Luft jagen muss, wobei diese Level auch wohl die langweiligsten im ganzen Spiel sind. As long as the city is safe, who cares? Zwischen den Missionen kann man sein Geld für Upgrades ausgeben. Für jeden Waffentyp können mehrere Stufen freigeschaltet werden, mit denen man wieder neue und bessere Waffen in seiner Garage herstellen kann. Es ist ein ordentliches Anpassungssystem, das gerade genug Komplexität hinzufügt, womit sich der Fortschritt konstant und lohnend anfühlt. Auch wenn das Spiel diese ganzen Upgrade-Pfade nicht wirklich gut erklärt und man auch hier im Internet eine Anleitung suchen wird. Um den Wiederspielwert etwas zu erhöhen, kann man, nachdem man eine Mission erfolgreich absolviert hat, nochmals die entsprechende Mission laden, um dann nach versteckten Gefangenen zu suchen und natürlich kann man auch den Schwierigkeitsgrad erhöhen, um so bessere Belohnungen zu erhalten. Was aber die Grafik betrifft, und hier meine ich jetzt das Original und nicht das Remaster, so war sie vielleicht das Schönste, was wir jemals auf der Original-Xbox gesehen haben. So, the US military has had something up its sleeve. Die Bilder waren alle gestochen scharf und das noch bevor die Grafik in HD das Laufen lernte. Und es ist erstaunlich, wie viel Leistung in der ersten Xbox steckte, denn bei all der Action konnte man keine deutliche Verlangsamung feststellen. Vermutlich lag es aber auch an den wirklich sehr fähigen Entwicklern. Bravo, Michael! What lovely footwork! Auch der Sound ist eine Bombe, aber die wahre Perle ist natürlich die absolut kaputte Synchro, die man glücklicherweise im Remaster beibehalten hat. Man muss das einfach selbst mal erlebt haben.
Die große Frage am Ende ist natürlich wie immer, für wen dieses Spiel gedacht ist und ob es sich überhaupt lohnt, all die Schmerzen über sich ergehen zu lassen. Da es nun für die PS4 und Xbox One eine Neufassung gibt, kann man getrost die Xbox-Originalfassung links liegen lassen. Wenn man keine japanische oder modifizierte Xbox hat, lohnt sich einfach nicht der Aufwand. Wer Fan der Armored Core-Serie oder von der Souls-Reihe ist, wird sich ebenfalls schwer tun, um mit Metal Wolf Chaos warm zu werden. Es ist auf der einen Seite weit weniger komplex als ein Armored Core, aber auf der anderen Seite schon fast schwieriger als ein Souls-Spiel, da man anscheinend das Schlechteste aus beiden Welten kombiniert hat. Die Story des Spiels ist einfach nur absolut grottenschlecht und absurd käsig, aber im selben Augenblick dann wieder so unfassbar gut, dass eben kein Weg um das Spiel herum führt. Und auch wenn es darum geht zu sehen, was die Leute von From Software noch so fabriziert haben, sollte man unbedingt einen Blick auf Metal Wolf Chaos werfen. Es wird zwar kein Ponyhof, aber wenn man sehr viel Schmerzen erträgt, wird es zumindest ein ziemlich lustiger Ausflug in die Welt der absurden Spiele. I will be a vanguard leading this fight. And the reason is, because I'm the president of this great United States of America. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.